technische Abnahme und Registrierung hinter uns. Ich treffe mich jetzt mit meinem Kumpel Robert Schaal und da nimmt mich mal hier mit auf eine Proberunde. Da geht es unter dem X-Geboten los in den Enduro-Test rein. Den kann man jetzt besichtigen. Kannst einmal durchfahren und dann den kompletten Loop von der richtigen Runde. Und dann ist heute Nachmittag noch eine Zeitrunde. Aber später mehr dazu. Bis nachher. Geil. So, yay! So geil. Vier Takte lang. Ich laufe jetzt gerade Prüfung. Die Zeitrunde habe ich schon hinter mir gebracht, aber heute früh haben wir es einfach nicht geschafft, den Test mal abzugehen. Da geht hier wunderbar oder wunderschön durch den Wald, immer so Singeldrehmäßig mit auch wirklich krass ausgefahrenen Wurzelpassagen. Sieht eigentlich fast überall so aus wie hier. Also ganz sportlich. Jo. Wir laufen jetzt mal noch ein bisschen an ein paar Highlight-Stellen. Ich weiß mal nicht, wo ich hingucken soll. Ich komme raus. Da guckt immer nach rechts. So, wir haben Race Day. Umgezogen bin ich schon. Ich mal nicht weit. Da hinten irgendwo ist das Stadtareal. Da ist jetzt Aufstellung. Ich habe gestern leider nicht so eine gute Zeit gefahren, dass ich nur in der vierten Reihe gekommen bin, aber das ist eine ganze Ausschlaggebung, weil am Ende die Testzeiten addiert werden. Und die Bike ist fertig. Ich freue mich auf ein geiles Rennen. Das Wetter ist perfekt. Keine Wolke am Himmel. Das wird richtig cool. Stimmt's, Kenny? Wir haben jetzt ja Race Start. Wenn man ein Stückchen hochgelaufen ist, immer erkennen können, wie viel Motorräder hier sind. Das ist echt richtig geil. Jo, wünscht mir Spaß. Alles gut? Alles in Ordnung?
Ziel angekommen. War eine extrem geile Veranstaltung hier in Österreich. Die letzte Runde lief auch richtig gut. Im Test habe ich mich auch das erste Mal heute des Tages richtig wohl gefühlt. Habe am Ende blöderweise ein paar langsame Fahrräder gehabt, wo ich nicht direkt vorbeigekommen bin, aber alles in allem lief da ziemlich gut. Und ja, wir packen jetzt hier alles zusammen. Das ist noch ein kleiner. Das ist alles unordentlich, hier liegt alles rum. Und dann geht's auch schon nach Hause. War ein geiles Wochenende.